So, willkommen zu einer weiteren Folge Ramses Kitchen oder wie auch immer, München Vlog, ne? Und das ist der Hannes, man Morgen. Kennt ihn vielleicht. Das ist der Isbo, Moin. Man kennt ihn vielleicht. Die Sonne scheint, guckt euch das Endlich an. Immer gutes Wetter. Weil ihr kennt ja noch den ersten Tag, es war dunkel, es war Schneesturm, wir saßen hier, Döner, sind fast mit weggeflogen. Und heute am letzten Tag, Sommer, Sonne, alles dabei, alles gut, schön, wunderbar, gute Laune gerade. Und weil es der letzte Tag beim Hannes ist, hat gestern uns der Kerry-Mann nochmal zum Kerry-Imbiss eingeladen. Wir stehen nämlich hier vorm Kerry-Imbiss in der Heidemannstraße. Ich kann es nicht oft genug sagen. Da ist wohl nicht nur so ein Burgerfreund ist, haben wir ja Burger im Fladenbrot auch getestet. Isbo ist auch ein Chicken-Freund. Ja, heute testen wir Chicken. Die sollen hier richtig gut sein. Deswegen freue ich mich, ja, Mann. Und was gibt's für Chicken? Es gibt natürlich Nuggets, ne? Das ist das ohne Knochen. Und dann gibt's noch die Chicken Wings, wo ich eigentlich gar kein Freund bin, weil du willst richtig einfach nur essen und dann musst du immer zu basteln. Du musst basteln, filigran, musst alles abzütscheln hin und her. Bin ich eigentlich nicht so Freund, aber ich bin mal gespannt, wie das hier ist. Wir werden jetzt wahrscheinlich einen Teller Nuggets, einen Teller Wings bekommen, einen Teller Pommes, dass wir das einfach nochmal so auch als Mittagessen mitnehmen. Der Kerry-Mann, obwohl er uns eingeladen hat, ist jetzt leider nicht da. Der hat noch einen wichtigen Termin gehabt zwischendurch, ist jetzt so leider weg. Wir werden das trotzdem jetzt mal testen. Grüße gehen raus an den Kerry-Mann, wenn er das sieht, wenn er das hört, wenn er das liest. Danke nochmal auch für die Einladung, danke nochmal für das gute Essen, für die ganze gute Zeit. Wir werden uns jetzt erstmal noch ein Getränk aufmachen und melden uns mal zurück, wenn das Essen da ist. Das ist ein Running Gag. Ich tue mir immer weh dabei, weil ich das nicht kann. So, das Essen ist fertig, ne? Guckt euch das mal an. Das sind die Nuggets. Also das sind die Nuggets. Das sind die Nuggets. Das sind die Chicken Wings. Die sehen richtig fett aus und saftig. Und oh, da habt ihr die Pommes. Da hat der Isbo jetzt extra nochmal Pommes-Salz drauf machen lassen. Ihr habt Ketchup dabei, ihr habt Mayonnaise dabei und hier eine Mischung aus das mit Spezialsoße wieder und hier diese Joghurtsoße. Das sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. Die Barbecue-Soße ist auch noch mit dabei. Wir werden auch gleich direkt mal noch eine Pommes naschen, ne? Den teste ich jetzt mal. Ein Nugget mit Ketchup für den Isbo-Mann. Jetzt ist es hoffentlich noch warm. Es dampft. Boah. Es dampft. Geil. Richtig saftig. Ja, und die Pommes ist auch mega salzig, schon wieder dank dir. Ah, guck mal, beiß mal da rein, guck mal. Voll okay, geil. Okay, beiß mal rein. Hannes, willst du dir schnell eins nehmen? Ja, aber selbstverständlich nur eins. Die sind schön und fluffig auf jeden Fall erstmal. Schön fluffig. Hannes, der Dampfer. Schön saftig ja. Saftig und fluffig. Und sehr, sehr lecker auch. Ja, dann nehmen wir mal so ein Nugget und weil wir das ja alles immer kennen mit Mayonnaise, mit Ketchup, gehen wir mal hier rüber in die Spezialsoße, tunken da mal kurz ein. Sehr lecker. Guckt euch das weiße Fleisch an. Das ist so zart. Ja. Manche kriegen es ja immer hin, gerade wenn die irgendwas panieren oder sonst was, dass das so krustig und so von Panade zersetzt ist, dass du gar kein Fleisch mehr hast. Eigentlich nur noch Kruste isst und mehr nicht. So, soll ich jetzt eins von dem ziehen? Auch die Joghurtsoße passt wunderbar dazu. Pommes, alles hier. Richtig gute Kombination. Richtig nice. Da wird man gleich zu MacGyver, ne? MacGyver. Also super, zart, gut gewürzt, die Haut ist knusprig, geil. Im Endeffekt ist das ja im Prinzip wie Bräuler oder Brathähne. Ja. Ne? Weil da hat man ja auch immer Sauerei und Bastelei und überall Knochen gebambelt und. Richtig gut. So, Hannes. Jetzt bei dir was geht ab. Hau dir rein in den ganzen Klumpen. Da wird gelutscht. Beachte den blauen Himmel im Hintergrund, richtig toll. Ist sehr, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr geil. Ja, echt fantastisch. Die Haut, wie du schon sagst, richtig schön knusprig. Fleisch ist super zart. Hervorragend.
Ja, die meisten sagen ja immer, die Haut ist das Beste, auch beim Brathähnchen. Immer wollen alle die Haut. Sehr gut, höre ich da immer. Wie gesagt, ich bin kein Chicken Wings Fan. Ich bin auch kein Chicken Man Fan. Ich kann nicht fliegen und nix. Doch, Elisa, Mann. Ich muss mir das jetzt mal, ich nehme mal nichts dazu, ohne Soße, einfach nur mal wirklich so. Ich glaube, finde ich sogar besser als die Chicken Nuggets, weil das halt einfach, es hat noch mal mehr Geschmack, es ist noch mal mehr Bums drauf. Wirklich, das ist, es ist fettig gerade, aber Geschmacksträger, es ist richtig schön schmierig, du hast eine richtig schöne Sauerei im Mund, im Magen, überall und das ist kräftig, das haut rein. Und dieses Abzitscheln von den Knochen, egal, früher war es auch so. Einfach nur geil. Oder wie die Tiere. So, und das seht ihr, weil die Jungs immer fleißig aufessen. Deswegen scheint auch die Sonne. Wo müsst ihr hin? Kerry Imbiss Heidemannstraße. Wo nochmal? Kerry Imbiss Heidemannstraße. Kerry Imbiss Heidemannstraße. Da werden sie geholfen. Perfekt. Kerry Imbiss, Heidemannstraße. Bester Laden einfach. Immer wenn wir hier sind, gehen wir hier hin. Ansonsten war es das, glaube ich, von meiner Seite aus. Außer wir treffen den Kerry Imbissmann heute Abend nochmal 18 Uhr. Und ich kann ihm ein Chili-Plätzchen unterschieben. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.